Es ist nun eingetreten, was auf der einen Seite viele gehofft und auf der anderen Seite viele kritisiert haben. Das Aus für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren innerhalb der EU ab 2035 ist vom Tisch. Warum es dazu kam, wie es nun weitergeht, ob man seinen alten Verbrenner auch nach 2035 weiterhin benutzen darf oder diesen vielleicht sogar verschrotten muss und ob es nach 2035 noch herkömmlichen Benzin und Diesel geben wird, klären wir in diesem Video. Eingangs nochmal kurz zusammengefasst, was ist passiert? Nach wochenlangem Streit um die Abstimmung zum Verbrenner aus, welches eigentlich bereits am 7. März 2023 im EU-Parlament verabschiedet werden hätte sollen, legte sich Deutschland mit dessen Verkehrsminister Volker Wiesing quer und blockierte die Abstimmung in letzter Minute. Diesem Veto schloss sich unter anderem auch noch Italien an und um unter diesen Bedingungen die finale Abstimmung nicht durchführen zu müssen, setzte Schweden als aktuelles EU-Ratsland die Abstimmung kurzerhand aus. Denn das Ergebnis der Abstimmung wäre bindend gewesen und aufgrund der durch das Veto vorherrschenden Situation wollte man eine Ablehnung des Gesetzes zum Verbrenner aus nicht riskieren. Deutschland legte sich quer, da man seit jeher forderte, als Alternative zum herkömmlichen Benzin und Diesel nach 2035 Neufahrzeuge mit CO2-neutralen synthetischen Ersatzkraftstoffen, sogenannten E-Fuels, weiterhin betreiben zu dürfen. Sprich, es sollten auch nach 2035 Neufahrzeuge produziert und verkauft werden dürfen, die diese E-Fuels als Ersatz zum normalen Benzin und Diesel nutzen können, um CO2-neutral zu werden. Wenn ihr wissen wollt, was E-Fuels genau sind und wie sie überhaupt hergestellt werden, dann schaut in diese Videos hinein, da erfahrt ihr alles rund um das Thema E-Fuels. Die Links dazu findet ihr entweder hier oben rechts eingeblendet oder unten in der Infobox. So, und jetzt wollten andere EU-Länder unter der Führung von Schweden und Frankreich, die auf ein generelles Verkaufsverbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren drängten, Deutschland doch noch zum Einlenken bewegen, was allerdings nicht gelang. Nein, 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 nein! Somit musste die EU die E-Fuel-Klausel zähneknirschend hinnehmen, damit es zu einer Einigung kommt. Und darauf hat man sich nun verständigt. Und die Regelung soll nun endgültig am 4.04.2023 von den 27 EU-Mitgliedstaaten verabschiedet werden. Der Ärger darüber ist auf jeden Fall groß und viele bezeichnen die Ereignisse der letzten Wochen als Eiertanz und wollen den schwarzen Peter Deutschland zuschieben. Deutschland hingegen schiebt ihn der EU-Kommission zu, da die E-Fuel-Klausel seit der Konzeptionierung des Gesetzes immer eine klare Forderung seitens Deutschland war und eigentlich im Gesetz verankert gewesen ist. Angeblich soll die EU-Kommission diese Klausel allerdings im Alleingang wieder herausgenommen haben, wodurch es nun zu dem Veto und dem von manchen als Eiertanz bezeichneten Verzögerungen kam. Darüber hinaus fordern einige Fraktionen innerhalb des EU-Parlaments nun wieder, dass diese Causa an den Europäischen Gerichtshof weitergegeben wird, um den E-Fuel-Paragraph wieder zu entfernen. Eiertanz trifft es da schon wirklich sehr gut und zeigt wieder einmal, wie uneinig die EU in Wahrheit ist. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Gut, aber gehen wir jetzt einmal davon aus, dass es bei der Abstimmung am 4.04. zu einer Verabschiedung des Gesetzes mit dem E-Fuel-Paragraph kommt und E-Fuels ab 2035 als Ersatzkraftstoffe genutzt werden. Was heißt das nun konkret? Zunächst einmal bedeutet es, dass es kein generelles Verkaufsverbot für Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotoren ab 2035 innerhalb der EU gibt, sofern diese mit E-Fuels betrieben werden können. Denn theoretisch könnte man die Fahrzeuge auch weiterhin mit herkömmlichen Benzin und Diesel betreiben, am Konzept des Verbrennungsmotors ändert sich nämlich nichts, es ändert sich nur der Treibstoff. Ja, aber wie möchte man das eigentlich kontrollieren und somit verhindern, dass Neufahrzeuge ab Erstzulassung 2035 nicht doch weiter mit Kraftstoffen betrieben werden? Und wie sieht es mit den Fahrzeugen aus, die sich bis zum 01.01.2035 im Bestand befinden? Darf ich meinen alten Verbrenner nach 2035 weiterhin benutzen und wird es nach 2035 eigentlich noch herkömmlichen Benzin und Diesel geben? Zunächst einmal ja. Ja, man darf alle vor 2035 zugelassenen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren auch nach 2035 weiterhin nutzen. Daran wird sich nichts ändern. Die EU wird hier eine Art Bestandsschutz ausrollen, der das regelt. Und ebenfalls wird es auch nach 2035 noch herkömmlichen Benzin und Diesel geben.
Dieser wird dann allerdings einen weitaus höheren Anteil an synthetischen Komponenten beinhalten als bisher, um Treibstoffe noch klimafreundlicher zu machen und den Anteil im Treibstoff weiter zu senken. Fahrzeuge, die ab dem 01.01.2035 zugelassen werden, dürfen dann nur noch mit E-Fuels betrieben werden, welche dann ebenfalls an Tankstellen neben dem herkömmlichen Treibstoff getankt werden können. Um diese Fahrzeuge nicht weiterhin mit Benzin und Diesel betreiben zu können, wird EU-weit vorgeschrieben sein, dass die Fahrzeughersteller ihre Fahrzeuge mit speziellen Messtechniken ausrüsten, die erkennen, ob E-Fuel oder Benzin bzw. Diesel getankt wurde. Hat man irrtümlich keinen E-Fuel getankt, wird das durch Sensoren im Fahrzeug erkannt und das entsprechende Fahrzeug wird sich nicht mehr starten lassen. So oder so ähnlich wird man das ab 2035 reglementieren wollen. Fraglich ist allerdings, wie sich der Fahrzeugmarkt bis 2035 entwickeln wird. Weder Experten noch Fahrzeughersteller selbst können zu dieser Frage derzeit eine aussagekräftige Prognose abgeben. Wenn wir einen Blick auf die öffentliche Meinung werfen, dann gibt es innerhalb der Bevölkerung aktuell eine mehrheitliche Ablehnung für eine reine E-Mobilität. In Deutschland und Österreich beispielsweise lehnen 2/3 das generelle Verbrennerverbot ab. Trotzdem hat die Fahrzeugindustrie mehrheitlich den Kurs auf E-Mobilität eingeschlagen und wird diesen auch weiterhin verfolgen. Somit ist es mehr als ungewiss, wie groß der Anteil an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren im Katalog der Hersteller bis 2035 überhaupt noch sein wird. Des Weiteren stellt sich die Frage, ob es bis 2035 ausreichende Mengen an E-Fuel geben wird, um die Nachfrage für private und wirtschaftliche Bedürfnisse zu decken. Und vor allem, um welchen Preis. Die einen sagen, dass sich das nie ausgehen wird und der Preis dafür viel zu hoch sein wird. 5 bis 10 Euro für einen Liter E-Fuels werden hier schon gerne kommuniziert, was sich unterm Strich niemand leisten wird können. Habakuk hat wenig und Habakuk zahlt auch wenig. Wem sagst du das? Die anderen sagen wieder, dass dieses Szenario dem aktuellen Stand entspreche, da bisher noch kein Unternehmen mit der E-Fuel-Produktion im Industriemaßstab begonnen hat. Das wird sich jetzt ändern, da nicht nur Privatfahrzeuge, sondern auch LKWs, Schiffe und Flugzeuge mit E-Fuels betrieben werden sollen. Und wenn die Produktion und vor allem auch der Absatz gegeben ist, wird sich auch der Literpreis über die Jahre bis 2035 hin im Bereich der herkömmlichen Treibstoffpreise ansiedeln. Andernfalls wird die Wirtschaft zusammenbrechen, wenn die Preise für einen Liter E-Fuel im Bereich von 10 Euro bleiben. Dann werde der Warenverkehr nicht mehr leistbar werden und Preise für Flugtickets kommen einer Reise zum Mond gleich. Soweit auf jeden Fall die Aussagen der einen oder anderen Seite. Die Aufregung ist auf jeden Fall groß, die Lager gespalten und Meinungen gibt es viele dazu. Was sagt ihr dazu? Zu welchem Lager zählt ihr euch? E-Fuels oder E-Mobilität? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare.